Hallo zusammen, wir sind hier heute bei Bauer Music. Mein Name ist Ela Querfeld und ich möchte euch gern heute im Auftrag von Roland das HP 603 vorstellen. Wir fangen einfach mal an mit einer kleinen Kostprobe. Ich spiele euch mal was vor, damit ihr einen kleinen Eindruck bekommt davon, wie das Instrument so klingt. Das HP 603 ist im Grunde der Einstieg in die Premium-Klasse der HP und LX-Reihe. Was macht das jetzt also besonders? Insbesondere die Klangerzeugung hat sich komplett verändert zu den vorherigen Modellen. Denn während früher jeder Ton einfach nur gesampelt wurde, das bedeutet also, ein Ton wurde von einem akustischen Instrument aufgenommen und dann, wenn wir auf die Taste gedrückt haben, wird der quasi einfach nur abgespielt. Davon sind wir jetzt weit weg. Denn wir nennen unsere Klangerzeugung jetzt Supernatural Piano Modeling, was dafür bedeutet, wie in dem Moment, in dem ein Ton gedrückt wird, wird jeder Sound, jedes Geräusch in dem Moment, in dem es passiert, also in Echtzeit erzeugt. Das bedeutet für das Spielen, dass der Klang unheimlich lebendig und voll wird. Das heißt, egal was der Spieler jetzt in das Instrument legen möchte, er wird es auch hören, wie bei einem akustischen Instrument. Wir haben natürlich neben dem Konzertpianoklang und daran noch verschiedenen Pianoklängen auch noch andere samplebasierte Sounds im Instrument integriert, natürlich auch in allen anderen HP- und LX-Modellen. Zum Beispiel verschiedene E-Piano-Sounds, Orgel-Sounds, Streicher. Es sind insgesamt über 300 Sounds, die wir da auswählen können. Und was auch total klasse ist, wir sind jetzt völlig frei von jeglichen Polyphoniegrenzen. Das heißt, wir haben eine komplett uneingeschränkte Polyphonie durch Hochleistungschips, die jetzt hier in unseren Instrumenten, allen HP- und LX-Instrumenten verbaut sind. Dann kommen wir zur Tastatur. Wir haben die neue PHA50 Hybrid-Tastatur jetzt in allen Instrumenten verbaut. Was bedeutet da Hybrid? Hybrid heißt, wir haben jetzt eine Tastatur, die zu Teilen aus hochwertigem Kunststoff und Holzanteilen besteht. Das kann man jetzt auch hier an dem Modell ganz gut sehen. Wir haben also eine schöne Oberfläche und auch Holz an den Seiten. Das spielt sich also wirklich wie echt, also wie bei einem echten akustischen Klavier. Und was halt das Tolle daran ist und die Vorteile an einer Hybrid-Tastatur, Kunststoff, hochwertiger Kunststoff ist einfach sehr langlebig und absolut pflegeleicht. Das heißt, man muss nie irgendwas jetzt reparieren oder irgendwas. Und das Holz fühlt sich dann halt einfach auch wunderbar an. Das ist also die perfekte Lösung für eine E-Piano-Tastatur. So, dann als weltweit erster Hersteller haben wir in unseren Instrumenten eine Bluetooth-MIDI-Schnittstelle verbaut. Was können wir jetzt damit also machen? Es gibt verschiedene Apps, sowohl von Roland als auch von anderen Herstellern, die es halt möglich machen, das E-Piano, ob jetzt das HP 603 oder alle folgenden, mit einem Endgerät, einem Smartphone oder einem Tablet, ob iOS oder Android zu verbinden und somit alle möglichen Apps für verschiedene Sachen zu nutzen. Dafür gibt es aber noch mal ein extra Video, wo alles erklärt wird. Dann gibt es ein hochwertiges Stereo-Lautsprechersystem mit je 30 Watt Lautsprechern. Und noch ein ganz nettes Feature und schönes Feature ist, dass sich das Instrument mit dem Pianodeckel automatisch aus- oder eben einschalten lässt. Das ist einfach sehr bequem und sehr hübsch gemacht. Das HP 603 gibt es in verschiedenen Farben, so wie es hier steht, zum Beispiel in Schwarzmatt oder in Weißmatt und zusätzlich in Rosewood. Und wenn ihr es mal antesten wollt, könnt ihr einfach mal bei Bauer Music vorbeischauen und direkt Hand anlegen und es mal anspielen. Viel Spaß!